Auch die letzte Spritzigkeit, aber der Benny mit seiner Routine durchaus damit zu rechnen, dass er voll wiederkommt. Das ist auf alle Fälle. Ich meine, es ist für alle, die Superkombi fahren, es ist für alle gleich. Und wenn man sich dazu entscheidet, da jetzt Superkombi zu fahren und die Bewerbe, dann ist es halt einfach so. Dann muss man damit rechnen, dass das ein oder andere Rennen nicht so gut läuft. Genau, Stefan Keppler, der einzige Deutsche hier im Bewerb. Hauptsächlich auf der Abfahrt zu Hause, da hat er heuer auch schon viermal gepunktet. Hoppala! Es hat sich eigentlich schon abgezeichnet. No. Ist zwei, dreimal kurz auf der Außenkante hängen geblieben und hat sich immer noch hinten reingesetzt und es ist immer mehr geworden, bis es dann komplett abgeworfen hat. Ja, ein bisschen sehr weit. Die Läufer wissen das schon mit der 8%-Regel, oder? Ja, das. Ja, überholen in die Rutscher. Ja, da wird noch und da gibt es eine Anfeuerung auf der Strecke. Das ist sehr in Ordnung. Stefan Keppler im Ziel, aber